So, in diesem Part entscheidet sich's. Werden wir Cheats verwenden oder nicht? Und ein letztes Mal gegen diesen Wichser da an sprechen. Wenn wir verlieren, sagen wir es andersrum. Wenn wir gewinnen, was ich nicht vermute, werden wir im Finale gegen den König antreten. Und wenn wir verlieren, müssen wir das Ganze neu machen. Allerdings werden wir dann Cheats verwenden und dann werden wir gegen den König antreten. Also, dieses Let's Play wird nicht lange dauern, egal was abgeht. So. Und dann ein letztes Mal, ein mühseliges letztes Mal gegen diesen Alpha-Typen antreten. So. Ein letztes Mal gegen den Alpha-Typen, gegen den wir schon tausendmal gewonnen haben. Aus dem ersten Part. Und warum habe ich kein Mechanismus ins Verdeck gesetzt? Bin ich bekloppt? Ich glaube ja. Und jetzt kommt sein stärkstes Monster, ein dunkler Drache. Ein Drache. Diese Musik passt jetzt gut zu diesem Drachen. Weil das Morrowind Musik ist, das verwandt ist mit Skyrim. So, jetzt sind wir wieder dran. Wir setzen ein Häschen. Ein Häschen wird uns verteidigen. Komm schon, Hase. Verteidige uns. Und wir holen uns einen neuen Hasen. Aber zuerst fügen wir noch ein bisschen Schaden zu. Oh nein, er greift unseren Hasen an. Was hat er gegen Hasen? Ja, er mag wohl keine Ostern. Zu Ostern sitzt er immer in einer dunklen Ecke und flint. Ich hatte Ostern. So, jetzt sind wir wieder dran. Ja, setzt man die Verdeck, falls er irgendeinen Effekt aktiviert von seinem Drachen, dann macht sein Drache Aua. So, und falls er mit seinem Drachen den hier angreift. Scheiße, Moment. Er wird mit dem unseren Hasen angreifen und dann greift er mit denen den hier an. Das ist schlecht, dann würde sein Drache nämlich auf dem Feld bleiben. Das heißt, wir müssen unserem. Jetzt müssen wir angreifen. Auch wenn es blöd klingt, aber es ist so. Damit er nämlich unseren Ding zerstört, ne? Unsere ja, die Kriegerin mit dem dunklen Drach. So. Dankeschön, dass es eine Stopptornado verschwendet hat. Naja, so ganz verschwendet hat es ja nicht. Ich hätte jetzt aktiviert die Falle. Na, greif schon mit deinem dunklen Drachen meine die Kriegerin an. Dankeschön. So, dann zack und zack, zack. Jetzt kriegen wir zwei direkte Angriffe, aber egal. Wen juckt's? Wen juckt's? Okay, dann machen wir es einfach mal. Es wird sein Monster zerstören, weil er einen Effekt aktiviert hat. Oh nein, er holt sich seinen Arsch auf die Hand. Was für ein Arschloch. Na toll. Magische Störung. Vielleicht werde ich gestört. Na, na, ja, komm, jetzt spielt er seinen Arsch, ganz wie vermutet. Und er holt sich weitere Monster, als hätte er nicht schon genug Monster. Das sage ich immer, wenn er eine Spezialbeschwörung von seinem Friedhof macht, irgendwie. Ich glaube, jetzt werden wir dieses Mal verlieren. Aber es war nur zum Aufwärmen da. Ja, gut. Sag mal, wir haben verloren. Ja, komm, reißt mir jetzt uns die Nase. You lose! Und es für 10 Sekunden. You lose! Okay, dann war es das doch nicht das letzte Mal. Egal, in 26 Minuten haben wir diese Phase hinter uns. Denn dann kommt Cheats! Cheats! Ich liebe Cheats! C-H-E-A-T-S. Deck gegen Kevin. So, jetzt haben wir bessere Karten als vorhin. Ich glaube, die sollten wir bei einem Urteilsdrache spielen, wenn wenn mir das wirklich aussichtslos für uns erscheint. Da müssen wir ein paar direkte Eingriffe halt erleiden. Na gut, das müssen wir erst erreichen, und zwar himmlische Vogel noch. So, das ist schon mal eine gute Verteidigung.
Und er verschwendet... Er zerstört zwei seiner Karten, nur um unsere zu zerstören. Oh mein Gott. Und er greift mit dem schwächlichen Monster an. Uiuiui. Ich bin begeistert. Jetzt sind wir am Drücker. Er kann unsere Zauberkarte nicht mehr alle zerstören. Und zwar am ersten Zug. Ersten Zug. Ersten Zug. So, jetzt wieder flippen in die Verteidigung. Das hier noch und das hier noch. Jetzt können wir ja ganz wie beliebig viele zaubern Feinkarten setzen, weil ich schwere Sturm hier schon auf dem Friedhof liegt. Juhu. Und kein Monster Stufe 4 oder höher kann angreifen. Jetzt können kein Monster. Aber wir können den Schaden zufügen. Haha. Und zack. Und wieder in die Verteidigung. So, und das machen wir jetzt 7 Runden lang, bis wir gewonnen haben. Da hilft ihm seine scheiß Zombie-Welt auch nichts mehr. So, wir sind dran. Zack, göttliche Zorn. Die könnten wir gut gebrauchen. So, wieder Flip. Zack, zack, Schaden. Wir flippen. Ich spule jetzt vor. Das ist, glaube ich, ein bisschen einseitig. Okay, er verschwendet seine zweite. Die darf er... Okay, jetzt müssen wir nur noch Staubtornado befürchten. Aber die wird dann nur ein bis zwei im Deck haben, das heißt, wir haben schon so gut wie gewonnen, weil er unsere dauerhaften Fallen und Zauberkarten nicht mehr zerstören kann. Wir haben ja immer noch die hier, die können wir auch noch gut verwenden und die hier auch. Also, uns ist der Sieg schon fast sicher. Und falls irgendwas schief läuft, haben wir immer noch Verwandlungskrug 2. Er wird angreifen, das sehe ich voraus, aber das kann er sich in die Haare schmieren. So. Jetzt spielen wir ein Monster als Ablenkung, damit er das hier angreift, statt himmlischer Vogel. Und wenn das angreift, kommt mystische Box oder Elfenbox, wie auch immer. Und wenn wir Glück haben, wird sein Monster sogar zerstört. Und ja, das wäre ein guter Vorteil für uns. So, und er macht ganz, wie ich es gesagt habe. Aber erhöhen wir zuerst unsere Lebenspunkte, ne? Die anderen heben uns auf. Und Schaden kriegt er auch noch. Ein kleines Sahnehäubchen. Sahnehäubchen ist Sahnehäubchen, was man sagen kann. Habe ich schon vor 2-3 Parts versucht, sowas zu sagen, ne? Irgendwas mit einer Torte. Sahnehäubchen ist, glaube ich, das richtige Wort dazu gewesen. So, zack, wenn er sie angreift, kommt unser mystischer Bock und er kann sich seinen Angriff wieder in die Haare schmieren. Also, ist ganz lustig jetzt, oder? Aber zuerst die hier. Ich setze alles auf den Kopf, auf den guten alten Kopf und. Ah, diesmal hat Pech, naja, macht nichts. Ja, wir haben hier immer noch was als Rettung. Und zwar werden wir es einfach opfern und unsere Lebenspunkte erhöhen und außen 500. Das langweilt mich wieder, was er da treibt. Er holt sich seinen Drachen, aber er kann nicht angreifen. Und wir haben den zweiten himmlischen Vogel gezogen. Juhu, das heißt, wenn eins unserer Monster im nächsten Zug auf dem Feld bleibt, gewinnen wir. Allerdings befürchte ich, dass eins unserer Monster zerstört wird oder sogar zwei. Man weiß ja nie, was alles noch passieren wird. So, jetzt spiele ich die hier. Und unsere Fallen und Zauber sind geschützt, egal was er sich jetzt. Egal was er jetzt versucht. So, ich setze alles wieder auf den guten alten Kopf. Ja, diesmal beim Pech, unser Monster wird zerstört. Naja, macht nichts. Aber dafür. Was, der kann nicht. Ach so macht er das, er holt sich einfach unser Monster. Naja, das kann er sich auch in die Haare schmieren, einfach annullieren diese Zauberkarte, so. So, und jetzt flippen wir es einfach und wir haben gewonnen, nein, ich zahle keine Lebenspunkte mehr. Und zack, gewonnen, wir bringen genau auf 0, juhu. Ach, der ist so schwach, der denkt sein Deck wäre stark, aber in Wirklichkeit ist es nur ein Großmaul-Deck. So. Ja gut, machen wir alles wieder auf die gute alte Defense. Zack, zack, verteidigen. Wir haben jetzt momentan keine dauerhafte Falle oder Zauberkarte auf der Hand, aber das macht nichts, denn jetzt er kommt, Fallgrube. Und er kann sich von seinem Monster verabschieden. Tschüss. Oh, und danke für die Spielmarke, sehr freundlich. Wollen wir ihn mit seinem eigenen Monster angreifen? Aber nee, noch nicht. Erstmal flippen. Reißender Tribut. Nee, doch nicht. Mir ist so zu riskant, mit denen jetzt anzugreifen mit seinem Vogel. So, zack, ist ja nun eine Spielmarke, die ist ja nichts wert. Außerdem haben wir die eh von dem Gegner. So, zack. Ich mach das schnell aus. So, jetzt.
Oh nein, Feuchtgebiete, ich mach mir in die Hosen. Ja, wenn er angreift, dann kommen drei Gichtgebrecher und sein Monster wird zerstört. Oh man, vier Verdeckte. Eine ist bestimmt Spiegelkraft oder irgendwas Fieses, ne? Dann machen wir es eben so, zack, Schaden für ihn. Und wieder Switch in die Defense. Und das können wir jetzt den ganzen Tag machen, würde mich nicht stören. Greifen wir ihn einfach mit der Spielmarke an. Also, unsere Spielmarke hat Angriffspunkte durch seine Feldzauberkarte bekommen. Ah, jetzt verschwert er seine Spielkraft. Naja, okay, ist ganz witzig. Dieser hat noch verdeckt, göttliche Zorn und Endphase. Aha, so macht er das also. Na gut, da wir eh unser Blatt abschmeißen müssen. Und da ich es sogar gerne mache, zerstören wir doch gleich seine Feuchtgebiete. So, fünf neue Karten für jedermann. Und er ersetzt durch Umiruka. Oh nein, ich hab solche Angst. Na gut, unser Monster wird jetzt zerstört haben, aber das macht nichts. Im nächsten Zug rächen wir uns dafür. Rache! So, er muss sein Fack leer bashen. Ja, mache ich einfach mal. Er hat fünf Zauber- und Fallenkarten auf dem Feld, ja. Warum sollten wir es nicht? Man kalte Welle, reparieren. Kraftführung Gebiet B und noch eine kalte Welle und Umiruka wurde zerstört. Nun gut. Switch natürlich unser Häschen, denn jetzt werden wir es opfern. Für unseren finsteren Dietzeratopf. So. Was hat denn die stärkste? Gut, man muss so, zack. Zerstören sein Monster. Setzen die einfach noch und dann weg mit seinem Verwandlungskrug. Zack. Oh nein, noch ein Umiruka. Ich habe solche Angst. Oh mein Gott. Nein, unser Monster ist viel stärker, egal was er spielt. Ja, okay, fast egal was er spielt. Sag mal so, wie wir uns denn hier betreiben. Einfach mal direkter Angriff. 1400 hat er nur noch. Das wird schnell zu Ende gehen. Und dann müssen wir weiter wieder hin gegen... dann müssen wir uns nochmal gegen den Ur-Dings da duellieren. Aber danke für die Lebenspunkte, Idiot. So, und das ist nicht mal eins meiner besten Decks, das ist einfach nur so ein Deck aus gemischten Karten und trotzdem gehe ich hier ab wie der Weltmeister. So, you win. So, jetzt ja mit dem Urteils-Wichser-Deck, gegen das wir schon dreimal verloren haben. Ja gut, hier kommt Bundespräsident Wolf und noch ein anderes Monster. Ja, aber wir haben jetzt Verteidigungskarten. Ich will es allerdings noch nicht alle verschwenden. Vertraue erstmal auf mein Glück. Zack, 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 Endphase. Der langweilt einfach nur. Ja gut, wir können nichts dagegen machen. Aber er hat seine schwere Sturm verschwendet. Und das ist ein guter Faktor. Und wir überleben sogar noch diese drei Angriffe. Und er kriegt 1500 Damage. Die Musik passt jetzt nicht so. Die Musik passt jetzt nicht. Die ist nur für... fühlstarke Momente. Wie zum Beispiel, wenn unser Let's Play zu Ende ist. So, danke, dass du unser Häschen auf den Friedhof gelegt hast. Er mag kein Ostern, deswegen zerstöre sie. Habe ich euch ja schon im letzten Part schon erzählt, oder ich weiß nicht, vielleicht auch was auf dieser Part. Ahahaha, danke schön. So, dann weg mit deinen Monstern. Jetzt kommt dann sein Urmaterial, Urteilsdrache. Ja, direkt Angriff mit einer Meerjungfrau. Meerjungfrau. So, ich mache jetzt mal nichts, weil ich befürchte, dass er jetzt seinen Urteilsdrache beschwört. Oh nein! Er hat unsere Meerjungfrau zerstört! Das gibt Rache! Und zuerst erhöhen wir seine Lebenspunkte. Zack, zack. Mal schauen, der liegt auf dem Friedhof, das ist gut. Aber kann sie jederzeit mit Wiedergeburt zurückholen. Hat er Wiedergeburt auf dem Friedhof? Nein, leider nicht, aber ich spiele jetzt einfach mal Friedensbote, was soll's. Er kann nicht angreifen. Ja gut, wir können nichts machen, wir haben kein Monster. Jetzt müssen wir warten, bis wir ein Monster gezogen haben. Ich hoffe nur, dass er uns nichts Großes antut, sagen wir es so. Und hier kommt wieder die Karte, die... Jetzt sind wir Verwandlungskrug 2. Wenn wir jetzt die ziehen, dann gibt's einen Lachflash. Na doch nicht, okay. Na gut, dann setzt man sein bisschen einfach verdeckt. Wir hätten auch Ryokyo spielen. Ne, hätte man nicht. Nein, so macht alles okay. Oh nein, unser Monster ist zerstört worden.
Was? Es geht durch Defense. Oh nein. Ja, und er muss sein Deck killen. Oh nein. Wir haben kein Monster gezogen. Er greift uns jetzt gleich direkt an. Oh nein. Nicht schon wieder. Aua. 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 Oh Gott. Ich hasse dieses Deck von ihm. Er hat noch 9 Karten im Deck. 9 Karten. Und zwar... Wir können uns, glaube ich, noch retten. Kann das sein, oder? Ja, mit etwas Glück können wir uns noch retten. Und zwar Ryukyu, zack. Halbieren die Angriffspunkte seines scheiß Drachen und geben sie unseren Vogel. Wir greifen jetzt seinen scheiß Drachen an. So. Ach, er kann den Angriff annullieren. Ah, langweilt mich, ja, langweilt mich. Na gut, dann verdeckt. Scheiße, ich hätte mystische Woche. Ach, egal. Das werden wir verlieren, glaube ich. Weil er uns so langweilt, ja. Also sein Deck ist nicht mehr schön. Schade, dass wir nicht sein Monster opfern können, das wäre lustig. Na gut. Ich versuche mich noch mit letzter Kraft zu verteidigen, aber das wird nichts bringen. Und schon wieder mal gegen den Fallen. Also sein Deck ist echt... gehört hier echt nicht rein, weil das ist echt unmenschlich, sein Deck. Muss man echt die passenden Karten haben, um den zu schlagen. Habe ich übrigens so oft verloren gegen den. Naja, versuchen wir es einfach nochmal. Wir haben ja noch eine Viertelstunde. Ein letztes Mal wird es jetzt sein, wenn wir nochmal bis zum Ding kommen. Denn ich habe jetzt dann keine Lust mehr. Dann fangen wir mit dem Cheaten an. Ich habe langsam keine Lust mehr auf diese 4 Schwanzlutsche, die so aussehen wie ich, weil sie nicht beleidigt werden wollen, weil die mein Aussehen haben. Melden wollen, habe ich gerade gesagt. Oh mein Gott. Rote 10, Black and White. Ärgern wir ihn einfach mal und greifen ihn einfach mal direkt an, ist ja wurscht. Aua, ich habe ihn 500 Lebenspunkte abgezogen, voll schlimm. Es ist er wahrscheinlich total sauer und greift uns mit seinen heftigsten Karten an. Ja, ganz wie ich es dachte, er holt sich seine stärksten Karten jetzt. Es hätte ja nicht genug, es soll sich lauter Monster. Seufz, er langweilt mich einfach nur. Das sage ich immer, wenn er irgendwas Starkes macht, aber es tut... Scheiße, ich habe vergessen, meine Falle zu spielen. Dann spiele ich sie einfach jetzt so. Oh Gott. Das kommt auf einmal, wenn man speedet. Man kommt nicht hinterher. Na gut, dann ab in die Verdeckte von seinen Monstern. Ab in die Verdeckte mit seinen scheiß Monstern. Ach, er langweilt mich wieder mit seiner scheiß Falle. Und er langweilt mich wieder mit seiner scheiß Zauberkarte. Und mit seinem Arsch. Und er langweilt mich zu seinem Deck angreifen. Ja. Ist ja egal. Ich habe keine Lust mehr. Soll ich jetzt mit dem Cheaten anfangen? Nee, ich warte noch. Sind ja eh noch 12 Minuten. Bis 12 Minuten werde ich noch aushalten. Weil langsam kommt mir echt die Wut hoch, dass ich dauernd hier verliere. Und es mir total langweilig ist. Oh mein Gott, ich verliere. Soll ich jetzt weinen oder was? Ich werde die kleinen Kinder, die das spielen, die... Also so ganz junge, ne? Die das spielen, die werden da wahrscheinlich dauernd zu flennen anfangen, weil sie dann nicht weiterkommen oder so. Also die Stelle, die ist doch echt unmenschlich. Die könnte man in Kaizo Mario einbauen. Irgendwie dann so ein Übergang und dann muss man so hier 4 Duelle landen mit einem Deck besiegen. Eieiei. Naja, gut. Ich glaube, ich lasse mal das Bienen, damit wir auf die Zeit hinkommen. Er spielt, ja, wieder diese Langweiler-Karten, die nur Langweiler in seinem Deck haben, in ihren Decks haben. Sorry für alle, die diese Karten in ihren Decks haben, aber ich rede nur von diesem Spasten her, der so aussieht wie ich, damit ich ihn nicht beleidige. Damit die Zuschauer denken, oh, beleidigt sich selber, was für ein Idiot. Und ich fange schon wieder an, Scheiße zu labern. Das ist Phase 1. Endphase. Ich mache mal eine andere Musik. Fälschung! Regebattle. Da, da. Red Eyes Zombie Dragon! Red Eyes Zombie Dragon! Red Eyes Zombie Dragon! Oh nein, er greift an!
Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Ich hab solche Angst. Was mache ich jetzt? Ich gehe mal einfach auf seine Hand zurück. Und tschüss. So, jetzt spielt diese Kriegerin, flippt mein Monster, füge ihm 1000 Schaden zu. Und, und greife ihn direkt an. So, zack. Jetzt kriegt er eine Menge Schaden. Ja, was haben wir? Ach so. So, einmal direkt. Zack. Und zack. Na, zack. Und wieder Flip in die Defense. Obwohl wir angegriffen und greifen, können wir den Effekt jederzeit aktivieren in der Main Phase 2. So. Aufschlagen. Na egal, erst einmal. Zack, Schaden für ihn, weil er so einen Schaden hat, ja, geht nur bei offenen, leider. Na gut, dann greifen wir es einfach mal an, ist ja egal. Oh nein, solch ein verbreitender Zombie. Na komm, entfernen wir ihn aus dem Spiel, damit er ihn jetzt vom Friedhof holt. Und zack, und zack, und zack, und zack, und wieder in die Verteidigung. Kennt ihr ja, alles immer das Gleiche. Und dann verlieren wir wieder beim Urteilsdrache. Na gut, Elfenbox müssen wir aktivieren. Ich setze wieder. Langweilig. Langweilig. Zum Glück ist das Spiel vorbei. Länger hätte ich es nicht mehr durchgehalten. Wenn das Spiel mir langsam auf die Eier geht. Habt ihr auch sicherlich schon in meinen letzten Parts gemerkt, wie ich über dieses Spiel langsam rede. Das war der erste Schritt zum Hass auf dieses Spiel. Lebenspunkte, ja. Gut, einfach mal angreifen, egal was er hat. So, und wieder verdeckt, falls er irgendwas vorhat. Na, Endphase, na gut. Lebenspunkte und direkter Angriff, juhu. Und ein Kräftigungsschild und entkräften wir mal seine Angriffe. Schade, dass wir keine schwere Sturm gezogen haben, ist ja auch egal. Angriff. Ja, er muss aktivieren, sonst verliert er, aber egal. So. Gut, dass ich das dann geopfert habe für finstere Triceratops, sonst hätten wir ein Monster verschwendet. Und jetzt ziehen wir kein Monster, war ja klar. In Real Life ziehe ich immer ein Monster, wenn der Gegner wenig Lebenspunkte hat. Ja, bloß im Spiel ist es anders geregelt. Naja, weil die meinen, das Spiel in die Länge ziehen zu müssen, bis zum geht nicht mehr. Langweilig. Zack, annullieren. Soll mich das etwa jucken? Und soll mich das etwa auch jucken? Weißt was? Annullieren, bleib auf dem Friedhof. Du hast hier nichts verloren. Ach, ich kann ihn jederzeit aktivieren, oder? Läuft's! Ja gut, danke für die Lebenspunkte, Idiot. So, und jetzt danke für dieses Duell, oder? Ich sage mit anderen Worten, verpiss dich. So, ich will dich nie wieder sehen ohne Cheats. Kalt Frozen Walls. Kalte gefrorene Welt. Oh mein Gott, was für ein unheimlicher Name. Ich mache mir in die Hosen. Ja, gut. Spiel ich die mal um uns zu defenden. Machen wir wieder einen auf Defender. Schicksal ist halt Defender. Okay. Endphase. Oh nein, Albtraum-Pinguin. Das ist echt ein Albtraum. Oh nein, das spielt er sein Ding aus. Seinen Trumpf. Und legt seine ganzen Karten ab, aber er kann eh nicht angreifen, also verschwendet er die Karten, die er dann abschmeißt. Oh nein, Wiedergeburt, aber er kann nicht angreifen. Warum macht er sowas? Er opfert doch nur Karten. Die werden wir im nächsten Zug alle wieder spielen. Ist der blöde KI. Diese KI-Ding ist sowas von scheiße. Diese KI ist scheiße. Diese KI ist scheiße. Die ist scheiße. Scheiße, warum habe ich den in Verteidigung gespielt? In Angriff gespielt. Na egal, er kann diesen Effekt maximal nur zweimal aktivieren. Einer macht es auch.
Das ist doch langweilig, was du da treibst. Sag Chef auf dem Friedhof. Und weg mit seinem scheiß Drachen. Der meint, oh, ich bin der Beste. Nein, ist er nicht. So, zack, auf die Hand. Quatsch, was rede ich hier? Lebenspunkte. Und Schaden für ihn als, als Rache. Okay, er hat eine Felge gespielt. Naja, was soll's. Es wird ihm nicht helfen, wenn er in die Verteidigungsposition ist. So, und jetzt opfern wir ihn. Sein hat 0 Verteidigungspunkte. Das heißt, wir werden ihm vollen Schaden nicht zufügen, weil er jetzt so die 13 und gut gespielt hat. Lol. Na gut, dann eben das hier und Endphase. Ja, er kann nicht angreifen. Sein eigener Feldzauber verhindert das. Oh nein, 100 Lebenspunkte müssen wir abgeben. Ach so, wir haben eh 12.000. So, Endphase. Oh mein, das ist doch langweilig. So, du kannst dir trotzdem nicht angreifen. Und es wischt in die Verteidigung, lol. Ach, fuck, immer noch kein Monster. Aber ich wette, er hat jetzt dasselbe Problem. Er hat's geopfert, oder? Ja, er hat's geopfert, lol. Okay, danke. Oh, annulliert Fallenkarten. Toll. Na super, die Karte bringt uns jetzt wenig. Endphase. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich hab Angst, ich mach mir in die Hosen, ernsthaft jetzt. Ich hab hier schon einen richtigen braunen Stollen in meiner Hose gelegt. Endphase. Wir ziehen einfach nichts und wenn ich verliere, wenn ich den Part. Also ich kann nur gewinnen. Seufz. Langweiler Karte. Na gut, dann aktivieren wir sie einfach als Kette. Und zurück ins Extra-Deck. Ich weiß, wir kriegen 1600 Schaden, aber egal. Die hilft uns jetzt wenig. Naja. Wir können sie als Verteidigen zum Verteidigen verwenden. Um unsere Lebenspunkte zu schützen, aber mehr hat sie uns jetzt nicht geholfen. Dann greife einen Spaßteil direkt an, ist ja egal, wenn wir verlieren, habe ich gewonnen und wenn ich gewinne, habe ich gewonnen. Also ich kann nur gewinnen. Denn wenn ich jetzt verliere, werde ich Cheats verwenden. Ich bin sogar glücklich, Cheats zu verwenden. So. Weil dann geht's ihnen an den Kragen. Dann räche ich mich für alles, was sie mir angetan haben. Und für die ganzen scheiß Karten, die ich da dauernd ziehe. Wo ich sie nicht brauche. Yay, yeah, danke. 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 So, die nächste Karte entscheidet, werden wir cheaten oder nicht? Wir werden cheaten. So, ich gebe auf. Nun gut, dann werden wir jetzt cheaten. Und zwar ab dem nächsten Part. Da werde ich nämlich einen Cheat verwenden, der ziemlich speziell ist. Außerdem werde ich mein Real-Life-Deck einbauen. Und dann werde ich euch zeigen, was mein Deck alles so drauf hat in Real-Life. Also dann bis zum nächsten Part. Seid gespannt drauf. Servus!